Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute, wie man Outlines in dem Programm GIMP macht. Das ist kostenlos und ihr könnt es euch runterladen. Als erstes müssen wir eine neue Ebene öffnen, die über unserer Skizze liegt. Ich nenne die einfach mal Outlines. Dann weiß ich immer gleich Bescheid, was das ist. Dann suchen wir uns unser Malwerkzeug aus. In dem Fall wähle ich den Pinsel. Und dann brauchen wir auch noch die richtige Farbe. Ich mache meine Outlines meistens schwarz, also wähle ich auch schwarz aus. Und dann müssen wir die Größe einstellen von unserem Pinsel, wie wir halt die Outlines haben wollen. Das machen wir einfach bei der Regelung. Da stellen wir ein, wie dick er sein soll. Und dann gehen wir auf dieses Symbol hier. Das schaut aus wie eine Füllfeder. Und damit kann man so Markierungen setzen. Und zwischen diesen Markierpunkten kann man eben dann diese Striche, ja, eben mit diesen Vektorenpfeilen am Ende der Punkte, der Knubbel, in die gewünschte Position ziehen. Und ja, das mache ich einfach mal, um diese Gesichtsform so ein bisschen zu erschaffen. Und wenn ihr dann fertig seid, müsst ihr auf Pfad nachziehen drücken. Und wichtig ist hierbei, dass ihr auswählt mit Hilfe eines Malwerkzeugs nachfahren. Und dann wählt ihr das Malwerkzeug aus, was ihr vorhin eingestellt hattet. In meinem Fall war das ja der Pinsel. Da hatte ich die Farbe schwarz und die Größe, wie dick meine Striche sein sollen, ausgewählt. Dann drückt ihr natürlich auf damit nachziehen und schon habt ihr eure Outlines. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und es ist jetzt endlich mal geklärt, wie man diese Outlines zieht. Eigentlich gar nicht so schwer. Ja, freut mich, dass ihr euch angeschaut habt. Schaut bei meinen anderen Videos vorbei. Und ansonsten kann ich nur sagen, tschüss.